Noch dürfte bei diesem Club die Euphorie des Titelgewinns in der letzten Saison nachwirken. Wie werden sie sich wohl in dieser Spielzeit schlagen? Das Spiel kann beginnen. BVB gegen Bayern. Es ist alles gesagt. Jetzt gilt's. Jetzt müssen beide zeigen, was sie wirklich drauf haben. Und so tritt der BVB heute also an. Das sieht nach einem 4-5-1 heute aus bei Ihnen. Was sagst du, Buschi? Im Grunde die klassische Verteilung heutzutage. Aus dem Fünfer-Mittelfeld wird er natürlich immer wieder nach vorne reingestoßen. Und so bist du einfach schwerer auszuhalten. Robin Zieler! Gehalten, aber der Ball weiter im Spiel. Das hat der Verteidiger klasse gemacht. So kommt der Schuss nicht durch. Und jetzt geht's Eckball für die Bayern. Kimmich führt aus. Ja, das sah so gefährlich aus, aber der Ball ist erstmal weg. Robben! Batshuayi. Marco Reus. Reus! Ganz knappes Ding! Unter die Latte und dann rein! Da hat er ein wenig Glück beim Abschluss, Buschi. Ja, an die Unterkante der Latte, ein wenig höher und er springt wieder raus. Wichtig für Dortmund, damit führen sie jetzt. Klasse Aktion, Ball ist weg. BVB gegen Bayern, das hat es schon so oft gegeben, aber es ist immer wieder was Neues. Es ist immer wieder auch... Das war nichts. Der Schuss geht deutlich drüber. Nun Javi Martinez. Thomas Müller. Bei einem können wir uns heute sicher sein, dass er vorne für Udo ist. Robin schießt! Gut verteidigt hier. Und die Situation geklärt. Götze. Marco Reus am Ball. Reus. Michi Batshuayi. Da gibt er Freistoß. Gute Möglichkeit. Da geht er auf den Spieler, kassiert rot und gibt dem Gegner jetzt auch noch eine richtig gute Möglichkeit. Das hätte er einfach anders lösen müssen und das weiß er auch selbst. Das war natürlich mit viel Risiko, mit zu viel Risiko. Keine andere Option für den Referee. Schuss von Reus! Und hier ist der Torwart sicher, er hält den Ball. Und da ärgert sich der Spieler, das wäre ein weiterer Treffer gewesen. Marco Reus führt aus. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Weigel. Jetzt Lewandowski. Jetzt wird's gefährlich. Abgefangen, gut gemacht. Und Götze. Weigel. Reus. Götze. Götze, gefährlicher Pass. Zu viel Einsatz von Hummels, gibt Freistoß. Die spielen hier wirklich am Limit, was den Einsatz angeht. Zu häufig sind sie jenseits des Erlaubten unterwegs. Und auch in dieser Szene gibt es wieder eine Karte. Piszczek. Und wieder die Dortmunder in der Offensive. Reus schießt! Eine starke Parade. Gleich der Eckball durch Marco Reus.
Reus mit der Ecke. Ball kam gut, aber erstmal ist die Gefahr bereinigt. Den Ball kann Hummels blocken. Erneut Ecke. Da kommt der Torwart mit einer Faust dran. Ball draußen. Es gibt Einwurf. Reus. Da zieht Reus. Jetzt Reus. Gehalten. Es gibt die Ecke für Dortmund. Marco Reus führt aus. Toprak. Schwacher Abschluss. Überhaupt nicht gefährlich. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Er fasst sich ein Herz und versucht, aber das war zu weit weg. Kimmich. Weigel. Klasse Aktion, Ball ist weg. Die Bayern im Vorwärtsgang. Und da verlieren sie den Ball. Reus. Marco Reus ist so ein überragender Fußballer. Leider hat er immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Ja, das ist eine relativ lange Krankenakte. Und ach, was war das bitter, diese Verletzung vor der WM 2014. Lass uns mal. Rodriguez! Er hält den Ball fest, das war wichtig. Und da ist der Ball wieder weg. Er zieht ab. Jetzt ist die Gefahr vorbei, der Torhüter hat den Ball. Und direkt zurückgespielt. Wird das seine Torchance? Mario Götze! Jetzt gibt's Eckball für den BVB. Reus mit der Ecke. Batshuayi! Thomas Müller jetzt. Götze. Jetzt gefährlich. Alles offen. Da kommt der Kopfball, aber gehalten vom Torhüter. Die offizielle Nachspielzeit wird angezeigt. 3 Minuten gibt's noch extra. Und jetzt hat er den Ball. Robin. Kuschel ganz kurz mal zu Arjen Robben. Was macht den Holländer für dich aus? Ja, vor allem, dass er nach Rückschlägen immer wieder aufgestanden ist. In solchen Momenten zeigt sich dann auch das knappe Pausenführung. Durchgang 1 fand ich schon ziemlich gut und jetzt geht's hier weiter. Stimme ich dir absolut zu, Wolf. Die erste Hälfte hat uns und den Zuschauern mit Sicherheit allen richtig Spaß gemacht. Batshuayi. Müller. Und Reus. Nun Götze. Weigel. Mario Götze jetzt. Jetzt vielleicht der BVB. Reus! Wahnsinn, der passt! Wie hat er den denn getroffen? Ein super Tor. Dieses Tor müssen wir uns unbedingt noch mal anschauen. Ganz starke Szene von Reus. Da versucht er es aus der Distanz und das Ding ist unhaltbar. Da hat er genau Maß genommen und voll abgezogen. Keine Chance für den Torhüter. Das 2-0. Führung ausgebaut. Mal sehen, ob sie so weitermachen. Batshuayi. Götze. Und der BVB auf dem Weg nach vorne. Das war keine Herausforderung. Den hält er mühelos. Und jetzt gibt es Einwurf. Kurz nicht konzentriert genug und schon ist die Kugel weg. Coman. Super Timing. Den Ball holt er sich. Gonzalo Castro. Der BVB hier mit dem nächsten Angriff. Es
Es gibt Freistoß und das könnte gefährlich werden. Und zweimal gelb bedeutet in der Summe gelb-rot. Dumm, dass er hier so in den Zweikampf geht. Und da müssen wir überhaupt nicht drüber diskutieren. Das war eine gelbe Karte, ganz klar. Michi, da kommt der Schuss. Tolle Aktion vom Tor. Und das gibt schon wieder Ecke. Okay, das war's für ihn. Der Trainer erlöst ihn und nimmt ihn aus der Partie. Ja, passiert. Nie wirklich ins Spiel gefunden. Natürlich eine völlig richtige Entscheidung, diese Auswechslung. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. Götze hier mit Vorwärtsdrang. Schön geklärt. Noch ein Eckball. Der Schuss war super, aber die Parade aus Sicht des Schützen leider noch besser. Und das sind die Schüsse, wo Torhüter zeigen können, was sie wirklich drauf haben. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Weigel. Das könnte eine Gelegenheit werden. Und Reus. Reus! Klasse gehalten. Jetzt kann er noch eine Ecke reinbringen. Jetzt bringen sie Shinji Kagawa. Marco Reus für Lukas Piszczek. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Und wieder die Dortmunder in der Offensive. Rodriguez. Und Javi Martinez. Reus. Dortmund bekommt den Freistoß. Und Reus. Reus. Ballverlust. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Marco Reus geht mit Ball vorne rein. Der Ball war ziemlich harmlos. Da kommt die Hereingabe. Vielleicht die Möglichkeit jetzt. Weiter gefährlich. Jetzt wird's gefährlich. Coman. Ball kommt. Und das ist der Ballverlust. Jetzt können sie vielleicht kontern. Und das gibt Freistoß gegen die Bayern. Wird das eine Torchance? Und keine Unterbrechung. Nach der Aktion gibt es Freistoß gegen den FC Bayern. Reus, gute Reaktion vom Torwart. Kein Tor, ordentlicher Versuch, aber der Keeper ist da. Die nächste Ecke, nochmal eine gute Gelegenheit. Reus mit der Ecke. Coman. Er spielt den Verteidiger aus. Jetzt Reus, noch ist die Chance da. Gehalten, Reus schießt. Gehalten, aber weiter gefährlich. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Weigel. Thomas Müller.
Das könnte gefährlich werden. Die Defensive steht. Und den spielt er gleich wieder zurück. Sauber vom Ball getrennt hier. Und jetzt Müller. Und er schießt. Und den Schuss blockt der Abwehrspieler. Ball bei James. Coman. Thiago. Ganz wichtig. Er hält den Ball fest. Ein toller Pass. Thiago. Jetzt der Schuss. Schön gehalten. Es gibt 3 Minuten oben drauf. Jetzt müssen sie aufpassen. Gonzalo Castro. So fangen sie den Angriff früh ab. Sehr gut. Weigel. Der Schlusspfiff. Das war's.